So, okay, gut. Ja, jetzt Spaß beiseite hier. Es gibt keinen Spaß mehr. Es gibt Krieg, Zerstörung und Vernichtung. Aber sobald er halt schießt, jetzt hat er gerade seinen ersten Schuss auf YOLO gemacht und direkt mit dem zweiten Schuss der und er brennt und er brennt. Oh, das war ganz böse, ganz böse. Manchmal sollte man eventuell nicht weiterkippen. Definitiv, ja. So, da gehen wir mal zur Garage und dann hole ich mal meine Wurst raus. Ja, Lonnie fährt jetzt noch weg. Aber ja, da ihr inzwischen 4800 HP mehr habt. Jawohl! Da ist der Treffer von der Tag! Sehr gut. Also man weiß, wo der Feind ist. Das ist nur für dich so. Wenn du jetzt einmal Leertaste drückst, dann siehst du, was das Team tatsächlich sieht. Okay. Nämlich gar nichts anbrennt, dass sie dann nicht durchs Fenster crossen können. Oh, der Tiger jetzt hier. Schöne Pen vom Tiger in Katja rein. Und Katja... Ich glaube, er realisiert gerade, dass seine Oberwanne einfach nicht stark genug ist, um da die Schüsse vom Tiger 2 aufzuhalten. Ja, das könnte man auch falsch verstehen, ne? Eine schöne Pen in Katja rein. Aber das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen. Ja, direkt der nächste Wortwitz. Oh, Katja noch am Nachladen. Döner lässt sich jetzt hier runterfallen auf Alexandros, kriegt nochmal einen Schuss. Aber lässt sich da auf One-Shot runterrammen und das lässt sich natürlich Scheiße. Alex dann nicht mehr nehmen. Nochmal ein Schuss verfehlt hier von Schnellrot und Alexandros. Mein Gott, wenn die mich nicht gehabt hätten, dann würde es aber ganz schön düster aussehen hier. Ich glaube, das hätte tatsächlich düster aussehen können, weil du hast da einige wichtige Schüsse gemacht. Ja, da also Algo, die 50 Euro kannst du mir dann überweisen. Ne? PayPal ist raus. Genau. Hier, mehr Schaden als Algo gemacht, ne? Ja. Das, also da könnt ihr jetzt mal Screenshots von machen. Besser ich werden 26. Und wir sehen jetzt hier die Panzer ab, ey, mit dem Carnarvon, mit dem Tiger 2. Gleich ist auch der unfassbare Tok da. Der Skoda fährt direkt durch, kriegt direkt 700 Schaden in die Fresse gedrückt hier. Muss jetzt weiter reinkommitten, direkt nochmal vom Carnarvon einen Schuss eingeschenkt bekommen. Ah, der Tok 2 ist da nicht in der Lage, da noch einen zu machen. Der J-Lo geht runter auf One-Shot. Das hier ist jetzt ein 3 gegen 3 und da müssen sich einfach alle Panzer einbringen. Kopfnuss Felix biegt davor, kriegt J-Lo Mann raus. Die HP hier sind 900 gerade im Vorsprung für Stahlgrosses Team. Wir sehen, der Carnarvon, der kann von hinten reinschießen. Der Parrypot permanently ist jetzt runter auf 100 HP. Walli runter auf 400 HP. Stahlgrosse versucht da zu machen, was er kann. Bounced einen Schuss und da der Parry, der versucht permanently rauszunehmen, kriegt das tatsächlich auch hin. Jetzt muss Walli hier der Fokus auf Walli gehen. Stahlgrosse muss da noch einen Schuss rein. Machen, damit Walli da tatsächlich rausgeht. Er ist momentan nicht in der Lage, da Walli zu finishen und das ist natürlich ein Riesenproblem. Der Tiger inzwischen auch runter auf 466 HP. Walli geht hier raus vom Tok 2 und das ist jetzt der Carnarvon gegen den Tiger 2. Und Stahlrusse tatsächlich hier mit der Pen auf der Parry. Der Parry runter auf 409 HP. Stahlrusse 999. Einer weniger als 1000. Meine Güte, noch eine Penetration von Stahlrusse. Runter auf 733 Parry. Runter auf 247. Stahlrusse bei uns seinen nächsten Schuss. Der Parry ist runter auf 247. Das sind Two-Shots auf beiden Seiten, der Parry mit einem weiteren Schuss und eieiei, Stahlrusse mit dem nächsten Bounce hier runter auf 80, kriegt noch einmal rein. So close. Eieiei. Also ja, ich denke, da in jedem Match sind lange Dinge immer von Vorteil, ob das jetzt Panzer sind oder Kanonen, ne? Weiß man natürlich nicht. gut. Jetzt diesmal Stahlrusse natürlich auf der anderen Seite, kriegt direkt Anweisungen. Guck hier parken, ich habe gar nicht aufgepasst. Wo soll ich parken? Ja, ach, da drüben, okay. Durch Döner kommt da rein, wird beschossen von der Parry. Mal schauen, ob Stahlrusse dann noch den einen oder anderen Schuss rein. Aber kommt. Hallo! Da geht's richtig los. Döner bringt auch nochmal einen auf J-Lo runter, aber letzten Endes Stahlrusse mit der übertriebenen DPM des Tok 2 hält da einfach rein und mal schauen, ob sie ihm den letzten Kill lassen. Wir werden sehen, ob Stahlrusse. Da haben wir's. Ja, jetzt wird's ernst, ne? Werde ich mir mal noch eine Banane schälen. Ja, Stärkung zwischendurch muss sein. Mhm. Gute Güte, das ist eine große Banane. Habe ich übrigens zu Weihnachten geschenkt bekommen von Zuschauern, ne? Niedlich. Sehr schön. Aber ich denke, der Kampfpanzer wird verlieren. Er hat einfach halt auch weniger. Oh, eingebaut. Oh. Der war wichtig.
Ja, ein gebounced Katja hier mit dem nächsten Schuss, den nächsten Bouncer hier. Katja, er kann sich, glaube ich, selber gerade nicht verzeihen, was da gerade passiert. Macht noch einen Schuss, aber Jailo bleibt da, weil der Kampfpanzer lässt sich da runter droppen. Alexandros, und da müssen wir jetzt schauen, was zuerst passiert. Ja, er fährt raus, das ist, denke ich, die richtige Entscheidung, denn Alexandros sollte sich da gleich noch einen nehmen hier. Der Perrin nimmt sich noch einen Schuss. Alexandros wird vom Kampfpanzer nicht getötet, aber vom Kanaben. Und das bedeutet, mit insgesamt 680 HP nur noch, die Burrasque. Was macht die Burrasque? Was macht J-Lo Man? Fährt da rein und holt sich den ersten Kill. Das ist wichtig. Wally jetzt auch dabei. J-Lo muss jetzt aufpassen. Ist halt im Reload mit seiner Burrasque. Kriegt er auch ordentlich HE von Alexandros in den Arsch. Aber letzten Endes die HP, vor allen Dingen, weil Perry jetzt reinkommt mit dem Full HP Chariot hier. Die sollten doch tatsächlich ausreichen. Der LP da mit einem wichtigen Kill auf Wally. Aber J-Lo Man mit der Burrasque und Perry mit der Hash. Machen tatsächlich den Sieg des, also zumindest für mich, vermeintlichen Underdog. Perfekt hier über das Wahnsinn, Team von Algo. Hugo, wie kommst du darauf, dass das ein bisschen ist? Bisschen? Wer hat wieder was von... Achso. Kannst du mal versuchen abzubeißen? Warte mal, war das die Richtung hier? Jetzt muss ich warten. Ja, müsste die... Das sieht so schlimm aus. Eis von meiner Wurst ab. Noch können sie daraus einen großartigen Vorteil erzielen, ehrlich gesagt. Jetzt gibt's auf der Mappe, Lonnie. Oh, ne. Wow! Oh, das gibt's ja wohl nicht. Ja, wie hast du denn den gerade durchgeworfen? Scheiße, ich muss die Cheats noch ausmachen. Abschauen für nichts Schlechtes, denn letzten Endes, das hat meine Mutter mir immer wieder gesagt, Abschauen ist die ehrlichste Art der Anerkennung. Also man kann tatsächlich nicht zu sehr hervorheben, was wir hier gleich an Spielerskill auch sehen werden. Ich denke, das gehört jetzt gleich mit zum Besten, was die deutsche Community zu bieten hat. Denke ich auch. Das wird ein absoluter Erguss des metallischen Fortbewegens. Gut, ich hatte Angst, dass du jetzt in eine andere Richtung gehst, aber... ja. Ich wollte es ein bisschen abschwächen, ja. Ich wollte nicht immer, es soll ja nicht immer nur um die Rohre gehen. Also es gibt auch andere körperliche Vorzüge von Panzern. Mach mal bitte das nächste Gefecht starten. Schnell. Es wird nicht besser.